Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dungeons of Hinterberg. Wir können jetzt hier, guck mal, ein Amulett schrumpfen lassen. Gut, das kann, ja, ist klar, dass das nicht geschrumpft werden kann, hat er nur einen Platz. Aber das können wir jetzt. Wir können allerdings nur eins schrumpfen. Entweder die Schockwelle auf eine 2 oder den Boost auf physischen Angriff auf eine 2. Mach den Boost auf den physischen Angriff. So. Und jetzt fehlt nicht mehr viel und dann kann ich es auf einen Platz verringern. Zeig mal her jetzt mein Inventar. Wie viel Platz habe ich? Habe ich 2 Plätze. Kann nichts ausrüsten. Das ist natürlich schade, aber vielleicht kommt ja noch was. Ich habe noch nicht das Foto gemacht für ihn. Scheiße. Naja, gehen wir mal zur Einkaufsstraße als erstes. Hinterberg Museum is coming soon. Nee, Blumen brauche ich nicht. Was haben wir hier? Regio Shop. Hockey Talkies. Zahlengitterrätsel. Schlafmasken, Comic. Das sind Geschenke. Ich kaufe mal 2 Sachen. Tut ja nicht weh, oder? Comicbuch kaufen wir mal. Und dann kaufen wir noch ein Zahlengitterrätsel. Komm. So. Hier haben wir noch Souvenirs. Obangoas Puppe. Okay. Nee, das kaufe ich jetzt. Ich kaufe nicht mehr Geschenke. Gehen wir mal zum Hauptplatz. Was können wir hier noch? Guck mal, ist da. Ah ja, guck mal, unser Influencer-Freund. Aber nee. Jetzt gerade nicht. Ich möchte gerne. Wohin will ich denn? Nee, nicht zur Apotheke. Das ist. Ah, guck mal, da ist auch jemand. Aber das sieht mich jetzt gerade nicht. Warte mal. Kann er eine fucking Schnellreise machen, ich Idiot? Guck mal. Hannas Zauberschmiede. Hier hinreisen. Hä? Ah, ich bin. Ah, lol. Das ging jetzt irgendwie zu schnell, aber wir sind da. Jetzt tu nicht so, Jualon. Du machst niemandem etwas vor. Hör dich auf, deine Leute zu mir zu schicken. Ich werde sie nicht für dich ausbilden. Ich habe ihn nicht hergeschickt, okay? Mein Geschäft läuft gut und ich habe nicht vor, in nächster Zeit neue Märkte zu erschließen. Ja, klar. Das kannst du deiner Oma erzählen. Lass mich einfach in Ruhe. Kannst du diese Leute fassen? Direkt neben meiner Schmiede öffnet plötzlich eine riesige blöde Kette ein Geschäft. Die drängen mich aus der Produktion. Ich habe jede meiner Klingen immer mit Liebe und Leidenschaft gefertigt. Jetzt ist mir nichts geblieben, als ihre billige Massenware aufzuwerten. Und dann versuchen sie auch noch, mir meine Geschäftsgeheimnisse abzuluxen. Das ist nicht fair, ja. Wie wirst du dich wehren? Kennst du das Sprichwort, ein gutes Leben ist die beste Rache? Ich fürchte, mir bleibt nichts anderes übrig. Aber das wird schon wieder. Meine Kunden wissen die Qualität meiner Arbeit zu schätzen. Klingt irgendwie traurig. Ich habe heute Abend noch nichts vor, Luise. Wie wäre es, wenn wir uns bei einem entspannten Kräutertee mal dein Schwert vornehmen? Anna möchte mir zeigen, wie man mein Schwert verbessern könnte. Das könnte den ganzen Abend dauern. Scheiße. Später. Ich will erst, einkaufen hier. Oder erstmal verkaufen. Guck mal, ich kann ja jetzt ein paar Schwerter verkaufen. Und zwar. Was habe ich denn aktuell ausgerüstet? Warte mal. Warte mal. Immer noch voller Glipper, ha? Huh? Hm.
Aber was ist denn das da mit dem plus 14 und plus 8? What the hell? Frage ist, mal alles, es könnte auf 29 und 20 hochgehen, so. Dann verkaufe ich dieses Nouveau-Hard nicht. Sag nochmal, ob ich irgendwo bei den Rüstungen noch was habe. Ja, guck mal. Hier, der Spellguard. Plus 2 physische Verteidigung, plus 5 magische Verteidigung, plus 1 Verbesserung. Rüsten wir aus. Hier habe ich nix. Okay, gut. Dann verkaufe ich bis auf dieses eine Schwert nichts. So. Okay, das verkaufen wir. Wave Striker verkaufe ich. So, und Panzerung. Alles, was nicht ausgerüstet ist, ne? Ja, das ist auch voller Glipper. Hm. 12, 15. Das wäre auch 12. 15. Ich verkaufe das mal auch nicht. So, kann ich was Cooles kaufen an Panzerung? Oh ja, 29.000. Tankwehrpolster hat weniger physische Verteidigung. Das würde ein bisschen hochgehen, aber nicht wirklich. Ja, 2 plus 1. Das wäre dann eher plus 6 plus 3. Und eine Verbesserung. Okay. Das kaufe ich. Direkt ausrüsten, sehr gut. Bei den Hosen denke ich auch was Besseres kaufen, oder? Plus 6, plus 7, ja. So. Da sind noch 2000, ja. Kann ich aber einerseits wieder das, was ich nicht anhabe, verkaufen. So. Gut, wie sieht's mit Schwertern aus? Ja, gut, habe jetzt zu wenig. Das ist okay. Dann können wir jetzt zu ihr gehen. Genau, so, dann machen wir das mit dem Schwert. Erinnerst du dich an unser Gespräch über das Physische, das Magische und das Menschliche? Wer ein richtiges Abenteurerschwert schmieden will, muss die Beziehung zwischen diesen Elementen verstehen. Die Unternehmen, die diese Ausrüstung am Fließband herstellen, haben immer nur den einen Gedanken. Leute schwingen Schwerter, Schwerter treffen Kobolde. Das ist materialistisch und viel zu einfach gedacht. Ja, wir haben ja eine Menge für Forschung ausgegeben. Klar, Kohlenstoff, Nanopolymere, Aluminium, Metalllegierungen. Und wenn die Sonne vom Himmel fällt, deine Klinge bleibt scharf. Wenn du das für das Gute hältst, kannst du ihnen gerne gratulieren. Was diesen Fließbandwaffen fehlt, ist das magische Element. Hier haben wir eine einfache Schwertverzauberung aus dem Horn einer Hobangoas. Ganz schlimme Biester. Diese Verzauberung wird als Brücke zwischen dem Reich der Magie, dem Schwert und dir als Abenteurerin dienen. Mit ihrer Hilfe wird deine Waffe außerdem ein bisschen mehr Schaden anrichten. Viele der Schwerter in dieser Gegend haben Slots, also Befestigungspunkte, die der Hersteller für spätere Erweiterungen nutzen will. Such jetzt bei deiner Ausrüstung nach einem Schwert mit mindestens einem Slot und ich werde es verzaubern. Keine Angst, das kannst du jederzeit wieder rückgängig machen. Okay. Hier habe ich 2 Slots. Boost auf magischen Angriff. Okay, und hier kann ich nichts machen. Schade. Ja. Aber ist doch okay. Wenn ich jetzt hier was drauf mache. Ha, nee, warte. Nee, wir lassen es auf dem ausgerüsteten Schwert. So. Ach, ist das schön geworden. Hat schon irgendwie seinen Reiz, Fließbandware eine persönliche Note zu verleihen, findest du nicht? Komm ruhig wieder, wenn du neue Verzauberungen findest oder eine andere Waffe verzaubert haben willst.
Meine Dienste sind kostenlos. Ich biete aber auch ein paar ausgewählte Verzauberungen an, falls du das lokale Handwerk unterstützen möchtest. So, jetzt sind wir Kumpel. Gut. Finde ich schön. Bis zum nächsten Mal. Ja. Jetzt ist schon wieder Abend und jetzt müssen wir wohl ins Bettchen, hä? Ja, ist Nacht. Es war ein langer Tag. Ja, 20 Vertrautheit, 30 Entspannung. So, neue Fähigkeiten gelernt. 1318 Hinterbons, paar Monster erledigt. So, ich sollte schlafen, dann mach das. Dann geht's, jetzt wieder in einen Dungeon, weil jetzt haben wir ja wieder 100% der TP. Wie läuft's, Süße? Hast du den Dreh mit dem Abenteuern langsam raus? Alles gut. Hier ist schön ruhiger. Das hört man gern. Denkst du noch an deine Amulette? Viele neue Abenteurer konzentrieren sich nur auf Panzerung und Waffen und lassen dabei total ihre Amulette außer Acht. Ich habe hier eins, das ich dir schon länger geben wollte. Es erhöht sowohl deinen physischen als auch deinen magischen Angriff. Ah, danke. Rüst es aus, wenn du heute unterwegs bist. Ja, ich würde sagen, wir gehen wieder zum Doberkogel. Ich will die Lorenwerkstatt abschließen. Tag 9. Wunderbar. Zurück auf den Doberkogel. Das können wir jetzt überspringen. So. Hab ich Monsterteile? Wie viel? Oder ja, schon, aber die Frage ist, wie viele? Ja, 17 Stück. Besser als nichts, oder? So. Das ist halt eine gute Geldquelle, ne? Eine richtig gute Geldquelle. Naja, also, für die Lorenwerkstatt geht's den gleichen Weg wie auch schon. Allerdings erst morgen. Ich sage nämlich, danke fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag, macht's gut, meine Lieben. Tschüss.